Moin zusammen. Ja, ich bin mal wieder unterwegs. Wie ihr sehen könnt, bin ich allein unterwegs. Pino und Daniel können heute leider nicht. Sie haben familiäre Dinge zu erledigen. Ja, und ich habe mir gedacht, bei dem schönen Wetter, ja, da gehst du mal raus, nimmst den neuen Deus 2 und ja, machst eine zweite Runde mit dem auf dem Acker. Ja, ihr habt ja schon letzte Woche das erste Ackervideo von mir mit dem Deus 2 gesehen. Ich habe da meine Programme vom Deus 1 schon benutzt und kann euch sagen, die funktionieren auch am Deus 2. Zwar hat der Deus 2 einige Einstellungen mehr als der Deus 1, aber man kann sich gut in kürzester Zeit mit dem Deus 2 zurechtfinden. Ja, dann kamen so vereinzelt von Personen, ja, ich sag jetzt mal, die Sachen an mich getragen haben. Ja, ich werde ja gesponsert vom Jochen Reifenrad, ob das jetzt alles objektiv wäre, was ich da an Videos mache. Da kann ich euch beruhigen, ja, die Videos, die ich mache, sind objektiv. Weil ich sehe das genauso wie ihr. Wenn ich mir ein Video im Internet angucke oder einen YouTube-Film über ein Produkt, möchte ich natürlich auch von demjenigen ja, die Wahrheit erfahren. Wie ist das Produkt? Weil wenn ich es mir dann kaufe und es stellt sich heraus, dass es nicht so ist, ist das, ich sag mal, für mich total ja, Kacke, sage ich jetzt mal. Man gibt viel Geld aus, für was ein anderer anpreist. Ich kann euch sagen, ich gehe schon mit dem Deus 1 seit 2010. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Deus 1 aus. Mit dem Deus 2 natürlich nicht. Das dauert natürlich einige Zeit. Da habe ich ja auch eine Einarbeitungsphase. Aber was ich schon in der letzten Woche feststellen konnte, er läuft wirklich extrem ruhig. Und ja, die Objekterkennung mit Leitwertanzeige ist sowas von stabil. Das könnt ihr mal glauben. Ja. Um jetzt weiter den Deus kennenzulernen, wie gesagt, habe ich vor, jetzt eine zweite Ackerrunde zu machen. Und wie gesagt, es kommen ja auch noch weitere Updates zum Deus 2. Da kann man sehen, ob sich das Gerät verbessert oder verschlechtert. Aber die Zukunft von XP hat immer gezeigt, dass wenn XP ein Update rausgebracht hat, dass es doch insofern immer eine Verbesserung war. So, wenn du natürlich wissen möchtest, was ich heute finde und wie ich den Deus einstelle und das Ganze, ja, dann bleib nach meinem Intro dran. Aber vorab möchte ich noch an dieser Stelle den Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de grüßen. Das ist mein Sponsor, von dem ich auch den Deus 2 habe. Ja. Und wir sehen uns gleich auf dem Acker wieder bei den Einstellungen. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt auf dem Acker. Wir nehmen jetzt die Einstellung vor. Ich benutze hier wieder mein Ackerprogramm, was ich mit dem Werksprogramm General generiert habe. Meine Softwareversion auf dem Deus 2 ist die V.06. So, und jetzt gehen wir ins Menü. So, die Reaktionszeit steht bei mir auf 3, Signalverstärkung auf 4, der Disk auf 4.0. Sensitiv auf 96, die Frequenzweiche auf 0. So, jetzt gehen wir in das Untermenü vom Disk Expert. Dort ist bei mir eine Dreitonunterscheidung. Kronkorken sind aus, Notch ist aus und der Bodenfilter ist auf 1, da wir uns ja auf einem Acker befinden. So. Jetzt werden wir die Ground Balance machen. Die Ground Balance führe ich hier über den Pinpointer Button aus. Dazu muss ich euch jetzt erstmal hinstellen. So, ich hoffe, dass ihr es noch sehen könnt. Und jetzt werden wir die Ground Balance machen. So, ich habe eine Ground Balance von 79. So, wenn ihr weiterhin
dabei bleiben wollt, wartet bis gleich zum ersten Signal. Bis dahin. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Es ist heute wieder ein wenig windig und ich muss natürlich wieder gegen den Wind ansprechen. So, hier sind wir bei meinem Signal. Das ist jetzt hier bei 88, 89, 90. Sehr laut, sehr stabil. Ich packe die Fernbedienung wieder weg und dann sehen wir uns beim Graben wieder. So, so, es ist hier. Ich denke mal auch nicht allzu tief. Oder? Nein. Es ist dort in dem Knubbel drin. So, ich stelle mal alles beiseite. Ihr seid live mit dabei. Ich muss meinen Pinpointer rausholen. So. Das ist nämlich heute ziemlich matschig hier an dem Tag. Ja, dabei ist es. Ah, hier sehe ich es. Ich hoffe, ihr auch. Hier in dem Knubbel steckt es. Und ich glaube, oder? Doch, ich brauche den Pinpointer jetzt nicht mehr. Ach, legen wir es mal hin und brechen es mit der einen Hand raus. Ja, es ist ein Knopf. Und ich glaube, zu sehen, ich weiß nicht, ob ihr es auch sehen könnt, da ist eine Krone drauf. Also es ist ein militärischer Knopf. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Signal wieder. So, ich hoffe, ihr könnt mich wieder verstehen. Der Wind hat ein wenig zugenommen. Ich spreche was lauter für die, die mich vielleicht dann besser verstehen dann. Ja, okay, ich schwenke jetzt mal drüber. Ein 88er Signal. Es ist in diesem Knubbel drin. Ich packe die Fernbedienung wieder weg. Ihr seid mit dabei. Wir graben es aus. Es ist in dem Knubbel hier vorne. So, hier wird es irgendwo bei sein. Ja, das ist wieder heute extrem windig. Das ist auch eine ziemlich freie Stelle hier. Also es ist in dem Knubbel. Ich lege mal die alles weg. Wo haben wir es? Also hierbei. Ich hoffe, ihr könnt alles noch sehen. Na? Oh, es ist rund. Es ist rund. Es ist rund. Ah, bitte kein Knopf. Kein Knopf. Nein, es ist, oder? Doch, es ist eine Münze. Aber ihr seht ja selber, die ist ziemlich vermatscht. Ob es jetzt eine römische ist, kann ich nicht sagen. Könnte auch wieder, ja, wie letzte Woche, irgendetwas aus dem, ich sage es jetzt richtig, für die Leute, die sich sonst wieder monieren, es könnte eine Münze, die im 18. Jahrhundert geprägt war, oder in dem 19. Jahrhundert, aber mit einem 1800 und Datum geprägt worden sein. So, wir packen es weg. Hinterher bei der Fundzusammenfassung hoffe ich, dass es ein bisschen sauberer ist. Ich packe sie hier in mein Döschen rein. Und ja, ansonsten
sehe es dann nach der Fundreinigung, was es ist. Okay, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Fund. Hier melde ich mich wieder bei einem weiteren Signal. So, das Signal liegt hier bei 63. 63, 64. Ist ziemlich klein, sehr knackig. Ja, und ihr seid wieder mit dabei. Ich packe die Fernbedienung weg, ziehe meinen Handschuh an und dann geht's ans Graben. So. Ich hoffe, ihr könntet hören. Jetzt wird es ein bisschen lauter, das Signal. Also es wird jetzt hier in dem Bereich beiliegen. So, ja. Also hierbei liegt es schon. Also hier bei der Ecke. Na? Ja, das ist aber ganz klein. Diesmal. Na? Immer noch nicht. ich weiß, was es ist. Ach, je. Ja. Und ihr denke ich auch mittlerweile, oder? Nee, das ist noch für euch zu klein und zu matschig. Ja, ich will jetzt nicht mit zwei Handschuhen drüber rein. Ich bin froh, dass ich eine Hand sauber habe. Aber ich denke, es ist der erste Volley. Hier auf dem Finger, ganz klein. Ja. Ja, ihr seht ja, wie matschig das Ganze ist. Ja, okay. Ich packe es mal weg und ihr werdet hinterher bei der Fundzusammenfassung sehen, was es genau ist. Aber ich denke mal, das ist der erste kleine Volley. Okay, dann bis gleich. So, hier bin ich wieder mit einem weiteren Signal. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Es ist extrem windig jetzt hier. Also, das pfeift von allen Ecken. Aber egal. Hier habt ihr das nächste Signal. Ein 54er, 55er Signal. Sehr stabil. Ich hoffe, ihr versteht mich echt noch. Ich glaube, so tief ist es gar nicht. Wir gehen direkt mit dem Pinpointer dran. Ich hoffe, es hört es. Ja, da ist es auch schon. Und es ist wieder ein Volley. Also die Volleys werden hier auf dem Acker immer kleiner. Ich mache mal erst hier den Pinpointer auf. Also bis zu dieser Münze jetzt hier. Ach je, ich glaube, ich habe bestimmt 30, 40 Schrottteile ausgegraben. Wie gesagt, der Acker ist sehr gut abgelaufen. Es ist derselbe Acker wie von letzter Woche, wo ich mit Pino da war, wo Pino den schönen Phallus-Anhänger gefunden hat und ich den Denar. Ja, wie ihr sagt, das ist jetzt wirklich müßig hier zu suchen. Aber wie ihr sagt, es kommen noch immer ein paar Sachen. Ich halte euch auf dem Laufenden mit dem nächsten Fund. Also bis gleich. So, hier melde ich mich wieder mal mit einem weiteren Signal. Ich hoffe, ihr könnt mich noch einigermaßen verstehen. Oh Mann, ist das hier windig. Aber nichtdestotrotz, hier das Signal erstmal. Ein 56er Signal, sehr stabil und sehr laut. Also ich denke mal, tief müssen wir wieder nicht graben. Oh, ich hoffe, ihr könnt mich echt verstehen. Also hier muss es irgendwo bei sein. Gar nicht mal so tief. Noch im Loch. Nein, in dem Knubbel hier. Ich hoffe, ihr könnt das alle miterleben, mitsehen. Ach, hey, ich bin schon durch den Wind. Ach. Na? Na, jammert da aber.
Da muss es irgendwo sein. Nein. Ah, auf der Hand da wo. Ah, die Teile werden immer kleiner hier. Am Pinpointer. Und wo haben wir? Hier. Oh, ist das eine Matsch. Und es ist wieder ein Volli. Oh ja, die Vollis, die werden hier auch auf dem Acker immer kleiner statt größer. Aber daran sieht man eigentlich, wie gut der Deus auf solchen Flächen noch läuft. Also, ah, jetzt ist er hingefallen. Okay, hier haben wir sie wieder. Ja, wie gesagt, ich habe jede Menge Schrott in der Tasche und ein paar gute Teile, wie ihr jetzt wisst. Ja, ich werde jetzt weitermachen und wir sehen uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder mal. Hier ein weiteres 80er Signal. Ist auch nicht so tief, aber es ist echt mühsam, hier was Vernünftiges zu finden. So, ihr seid wieder mit dabei. So, hierbei muss es irgendwo sein. So, ein Haufen kleiner. Also hier vorne ist es irgendwo. Ein Pinpointer. Ja, heute ist extrem windig hier. Meine Güte, zieht es hier. Na? Ah. Ja. Es ist was Rundes. Hoffentlich keine Knopf. Nein. Ein Knopf ist es nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Römer ist. Oder? Nee, ich glaube es nicht. Aber das sehe ich hinterher nach dem Reinigen. Okay. So, da haben wir auch schon wieder das nächste Signal. Ja, ich muss das anders machen. Also es ist ein 63er bis 67er Signal, aber es springt. Hier ist die Erde extrem hoch mineralisiert. Durch den ganzen, ja ich sag mal, durch die ganzen Ziegel und auch die Scherben, die hier sind. Das ist eine riesen Streuung hier. Die läuft zwar hier schon aus, aber ja, wie gesagt, der Boden ist extrem mineralisiert. So, in dem Bereich muss es sein. Okay, in den Haufen hier irgendwo. Also hierbei muss es irgendwo sein, in dem Bereich. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, trotz dem Windes. Ja, das ist echt schwer, hier in den Wind anzusprechen. Na? Da ist es. Oh ja, es ist rund, glaube ich. Und ja, ich kann es schon erkennen. So, das zeichnet mich aus, dass ich so behaglich hier weitergegangen bin und wirklich jeden Scheiß ausgegraben habe auf gut Deutsch. So, vielleicht könnt ihr das schon sehen. Ich glaube, es ist auch so. Ich muss jetzt selber mal vorsichtig drüber gehen. Ja, es ist mein zweiter Denar hier auf der Stelle. Letzte Woche einen und jetzt schon wieder einen. Ja, von der Substanz her nicht so gut wie der erste. Ja,
ist eben halt Umlaufmünze gewesen. Aber DNA ist DNA. Ich freue mich darüber. Ja, besser als die ganzen, ja, ich sag jetzt mal, die ganzen Granatsplitter. Die zeige ich euch hinterher. Das könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Das ist wieder bestimmt in meiner Tasche 2-3 Kilo Granatsplitter. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier bin ich wieder mit einem sehr hohen Leitwertsignal. 90, 91. Sehr konstant. So, ich glaube auch, das wird jetzt mein fast letztes Signal sein, was ich ergrabe. Ich kann nämlich nicht mehr. Ist noch im Loch. Draußen. Schippe vielleicht. Tatsächlich war eine Schaufel. So. Oh ja, langsam. Es ist rund. Ah, ich muss ausmachen. Ich glaube, es ist ein Ring. Ich hoffe, es ist ein römischer Ring. Oh ja. Ja, ich glaube, es ist ein Römerring. Oh ja, und auch der ist noch komplett ganz. Ah, vielleicht ist oben noch was drauf. Ich weiß es noch nicht. Ich will auch nicht drüber rein. Ja. Tolles Signal, sehr stabil. Und das hier, wenn ihr hier mal guckt, wieder innerhalb der Streuung, wo alles rumlief. Ja, toll. So, jetzt habe ich nochmal einen kurzen, ja, ich sag mal Adrenalinschub für mich. Vielleicht mache ich doch noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Also bis dann. Hallihallo. So, das Video hat ein Ende. Ja, leider habe ich zu spät gemerkt, dass die Batterie mal wieder oder vielmehr der Akku zu Ende war. Ich dachte, ich hätte das all drauf. Nein, habe ich nicht. Also machen wir jetzt hier zu Hause die Abmoderation. Ja, vorab, es war extrem windig. Ich hoffe, ihr versteht alles hinterher auf dem Film. Ja, es war extrem schwer, doch zu suchen. Der Boden war nass. Dann noch jede Menge Schrott im Boden, obwohl da schon, was weiß ich, wie viele Leute da schon suchen waren. Also es waren bestimmt schon 10, 20 Mann vor mir da gewesen. Aber ich habe bestimmt noch mal 5 Kilo Schrott aus dem Boden rausgeholt. Ja, und dann natürlich auch noch ein paar schöne Dinge, die ich euch jetzt noch mal bei der Abmoderation zeigen möchte. Aha, so, mit der Kamera sieht das natürlich immer ein bisschen anders aus. Oder lassen wir es mal so gucken. Vielleicht kann ich es so besser machen. So, glaube ich, ne? Ist das so am besten? Na. So. So ist es am besten. So, ich habe hier, glaube ich, noch ein römisches Gewicht gefunden. Aber da fehlt oben der Eisennoppel. Hier habe ich auch noch mal ein zweites Gewicht gefunden. Dann, ja, ich würde mal sagen, wie so ein, ja, ein Anstecker. Wie alt der ist, keine Ahnung. Dann hier einen französischen Knopf. Dann hier einen weiteren Ring zu dem anderen, den ich zuvor gefunden hatte. Dann hier ein Uniformsknopf wieder mit einer Krone drauf. Ich glaube, das ist ein preußischer Uniformsknopf. Dann hier eine dünne Münze. Ob die silbern ist, weiß ich nicht. Das muss ich noch nachgucken. Hier gehe ich mal von einem Pfennig aus dem Kaiserreich.
Dann haben wir drei Follies gefunden. Also ne, hier ist noch eine andere Münze, die nicht auf dem Video drauf ist, die ich beim Zurückgehen zum Auto gefunden habe, die oben auflag. Dann hier drei Follies, die noch relativ gut ausschauen. Ja, dann der Denar. Also nach, der ist ja jetzt ein bisschen feucht geworden durch mein Coinbox hier. Und ich glaube, das ist Septimus Severus, der Geyser. Aber das kann ich erst sagen, wenn sie richtig sauber ist. Ja, und dann hier dieser Ring. Ich hoffe, dass es ein römischer ist. Ist noch komplett und ganz. Ja, das war heute meine Ausbeute. Ja, jetzt zum Fazit zum Deus, was ihr ja auch bestimmt wissen wollt. Ja, der Deus, der läuft für mich einwandfrei. Also ich kann mich bis jetzt nicht beklagen. Also ich sehe da auch keine Fehler in der Software, in der 06 drin. Es funktioniert alles so, wie es sein soll. Also er ist nicht schlechter als der Deus 1. Ich will auch nicht jetzt sagen, dass er viel besser als der Deus 2, als der Deus 1 ist, der Deus 2. Was auch, aber auf jeden Fall zum Tragen kommt, ist die Multifrequenz. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen, ja, wenn ihr auf dem Acker seid, mit welcher Frequenz gehe ich. Das ist jetzt Geschichte. Ja, was soll ich denn sonst noch sagen? Ja. Ich möchte mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, so alles toll, alles schlecht oder wie auch immer. Das bringt die Zeit. Also objektiv zu urteilen kann man wirklich erst nur, wenn man das Gerät einige Monate, vielleicht auch ein Jahr in Benutzung hat, dann kann man sagen, so er ist besser oder schlechter als der Deus 1. Aber wie gesagt, XP arbeitet ja immer weiter an den Updates und ich denke mir mal, mit den kommenden Updates wird der Deus 2 immer besser und besser werden. Ja, dann möchte ich mich nochmal bei meinem Sponsor Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzsuche.de bedanken, bei euch allen, die ja immer so fleißig meine Videos schaut. Die jetzt eventuell neu sind, bitte ich doch, meinen Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ich versuche immer, euch gute und objektive Videos zum Deus 2 zu geben. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Ja, ich bin nicht der große Redner, ich bin auch nicht der größte Filmer, aber ich verstehe es, mit dem Deus umzugehen. Also dann bis zum nächsten Mal, euer Markus. Tschüss.